Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich auf ein ganz besonderes Gespräch und Zusammensein heute mit Axel Burkhardt. Hallo, lieber Axel. Hallo, Nada, danke für die Und Einladung. ja, und mit Kurt. Und vielleicht, also auf meinem Kanal, klar, kennt ihr Kurt, aber manche kennen vielleicht noch nicht Axel Burkhardt. Tatsächlich, Axel, kenne ich dich jetzt in diesem Leben auch noch nicht so lange. Und ich frage mich auch, wie kann das sein, dass wir uns jetzt eigentlich erst, dass das jetzt erst zusammengekommen ist und doch ist ja hinter allem eine Ordnung. Und gerade du und Kurt, ihr habt so viele ähnliche, aus meiner Wahrnehmung, ähnliche Ausrichtung, sogar gleiche Begriffe wie geistige Wissenschaften. Und ihr vermittelt ein unglaubliches Wissen. Ihr beide seid wandelnde Weltenlexikons für mich, die ich gerne downloaden würde, aber Axel meint, nein, das müsste ich mir selber arbeiten. Und ihr zwei seid ja beide aus, so wie ich euch wahrnehme, unterwegs, Menschen darin zu unterstützen, zu erkennen, wer bin ich? Und das ist vielleicht auch schon die erste Frage, so dieses Aufwachen, das ich über das Axel sehr spricht. Und vielleicht magst du, Axel, dann gleich beginnen. Weil du hast die Universität gegründet, die Akademie Zukunft Mensch. Du hast einen ganz tollen Weg hinter dir und ihr werdet natürlich dann die Links unter dem Video finden, mehr von Axel zu erfahren. Aber so dieses, ja, das, was ist hinter dem Offensichtlichen, was ist dahinter, was ist dieses Ich vielleicht, was ist Aufwachen? Was ist, na, wir fangen mal da an. Dann haben wir jetzt 5 Jahre Zeit, Genau, diese so Fragen zu klären. ungefähr. Also für mich ist jetzt auch nach den mittlerweile gut über 45 Jahren, seitdem ich mich damit beschäftige, das Ich ist immer noch das größte Mysterium. Das, wer wir wirklich sind. Hier. Es gibt so viele Schlagworte und Schlagwörter dazu. Und es gibt so die verschiedenen Arten von Selbst, das kleine Selbst und das Ego und das große Selbst und das übergroße Selbst. Es gibt so unglaublich viele Worte für unser Ich. Und im Grunde genommen ist die geistige Wissenschaft letztens die Wissenschaft vom Ich. Wer bin ich als, was bin ich als Mensch? Das ist schon mal das große Mysterium. Was ist ein Mensch? Was bin ich als Mensch? Und das zweite ist, was bin ich jetzt speziell? Ich als individueller Mensch. Und ich habe da keine fertige Antwort. Ich sehe nur diese Sichtweise von früher. Aus der vedischen Wissenschaft habe ich mich 20 Jahre damit beschäftigt, jetzt mit der Anthroposophie seit ja wahrscheinlich auch 42 Jahren. Es dreht sich immer alles wieder um das Selbst oder um das Ich. Meditate on the self, meditiere über das Selbst, hieß es in den alten vedischen Schriften. Heute geht es um Aufwachen im Ich, um Ich-Entwicklung und Ich-Stärke. Das ist das große Riesenthema der Menschheit überhaupt, weil wenn es ein Ich nicht gäbe, und die Frage, was das ist, und das ist das Wesentliche für mich jetzt, ein freies Ich, dann wären wir nicht Mensch. Also für mich ist ein freies Ich das Ziel aller Schöpfung, für uns jetzt als Menschen. Und das ist ein Riesenthema. Und deshalb ist das Thema Freiheit da bei mir immer vorne dran. Weil wir letztens auch eine Wissenschaft der Freiheit vermitteln von Rudolf Steiner, der Erste, der das wirklich sauber geklärt hat. Und deshalb zeigt sich auch mir immer wieder, dass wenn wir vom Ich reden, wir alle verwenden das Wort Ich und Ego und eigentlich weiß keiner von uns so recht, was es wirklich ist, weil das ist ein so riesengroßes Thema. Und ich sehe nur, dass es offensichtlich einen Kern gibt, einen essentiellen Kern, den wir als Ich bezeichnen können. Und der ist göttlich. Das ist gar keine Frage. Und dann gibt es verschiedene sozusagen Erscheinungsformen des Ichs oder Bewusstseinsformen auf verschiedenen Ebenen der Schöpfung. Und da sagen wir jedes Mal, ja, das bin ich auch und das bin ich auch und das bin ich auch und dann hier unten bin ich es auch. Aber das sind für mich nur die Bewusstseinsformen des einen Ichs. Und die kann man dann als kleines und mittelkleines und kleines, mittelsgroßes und großes und übergroßes Ich bezeichnen. Für mich gibt es nur eines, das eben auf verschiedenen Existenzebenen in verschiedenen Formen im Bewusstsein sich zeigt. Das ist so mal für mich das Geheimnis und Mysterium des Ichs.
Bapo. Ich durfte euch zwei ja schon live erleben, wie ihr miteinander kommuniziert habt. Ja, ich bin fasziniert von dieser Sichtweise, weil ich von einer ganz anderen Seite in die Existenz gehe. Ich bin kein Mensch. Ich bin auch nicht vorübergehend Mensch, auch nicht ein bisschen, sondern ich bin hier nur zu Besuch. Ich bin der, der ich vorher war, ich selbst. Und da gibt es auch nicht verschiedene Schattierungen oder verschiedene Selbstmöglichkeiten. Das sind nur Begrifflichkeiten des Verstandes, des menschlichen Verstandes. Es gibt ja nur ein Selbst, also das, was ich bin. Und das bin ich, das kann ich versuchen zu beschreiben, aber wozu? Ich bin es ja, also braucht das gar keine Beschreibung. Und da wundere ich mich eben immer wieder, dass die anderen sind ja auch nur vorübergehend hier zu Besuch. Und sie sind ja auch nur noch immer das, was sie vorher auch waren und was sie nachher auch sein werden, nämlich sie selbst. Und dass sie einen vorübergehend sogar meistens ganz eine menschliche, irdische Sichtweise annehmen. Und ich bleibe einfach in der universellen Sichtweise als der vorübergehende Besucher, der hier bestimmte Erfahrungen macht, für die ich dankbar bin, um verschiedene Aspekte meines Seins zu erkennen. Aber wie gesagt, ich bin nur Beobachter und Besucher. Ja, die meisten erleben sich ja als Mensch. Die meisten erleben sich sogar als Körper und meinen auch, ich bin mein Gedanke. Und da seid ihr ja beide in dieser Aufklärung auch dahinter zu schauen. Und viele haben schon Wissen, viel Wissen, dass ich das nicht bin. Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht mein Drama. Und dennoch fehlt ja bei ganz vielen diese Erfahrung oder wie du jetzt, Bapo, sagst, dieses Bewusstsein, das ständige Bewusstsein, Gewahrsein darüber, dass ich Geist bin, dass ich Bewusstsein bin und die Erforschung des Ichs, was du sagst, Axel, das glaube ich ist genau unsere Reise, die bis ganz zum Schluss reicht, um die Facetten des Ichs und immer mehr zu erfahren und zu erforschen. Und vielleicht ist da auch sinnvoll, Axel, dein Beispiel dieser drei Ebenen, das, was man offensichtlich sieht, das Materielle, den Körper und was darunter liegt und was darunter wiederum liegt. Magst du das mal teilen? Ja, gerne. Ich würde aber gerne noch auf Kurt eingehen, Herr Tepperwein, weil im Grunde genommen habe ich zunächst keine andere Sichtweise wie Sie. Ich habe gesagt, es gibt nur eines. Aber das Bewusstsein ist auf verschiedenen Ebenen anders. Deshalb sehe ich da noch gar keinen Widerspruch. Wir sind hier nur Gäste. Das ist völlig klar. Also die Frage ist, wo sind wir denn eigentlich? Und ich sage meinen Leuten immer, in den Seminaren, wenn ihr meint, ihr sitzt hier, nein, ihr seid nicht hier. Ihr seid da, wo ihr schon immer wart, bin ich völlig einverstanden, und wo ihr immer gewesen seid, in eurem eigenen inneren Ursprung, in einer offensichtlich geistigen Welt. Da seid ihr, da ist jeder. Sind wir jetzt im Moment auch. Die Frage ist, wo ist unser Bewusstsein? Und die Identifizierung, von der du gesprochen hast, Nada, das ist ja das, was die alten Rishis bezeichnet haben als den Plagiat-Palat, den Irrtum des Intellekts, zu glauben, ich sei der Körper oder ich sei das Denken. Das ist ja eigentlich die einzige Ursache für Leiden und Krankheit. Das weiß man seit Jahrtausenden, aber diesen Irrtum zu durchdringen, heißt ja zu erkennen, dass ich nur einmal existiere, aber sehr wohl auf den verschiedenen Existenzebenen mit meinem Bewusstsein herunterreiche. Und deshalb kann ich hier Gast sein, weil ich einen Körper bekommen habe, der es mir möglich macht, auf dieser Existenzebene wahrzunehmen und zu handeln. Also es ist schon so, dass wir handeln, wir geben unsere Impulse an den Körper. Das heißt, ich bin nicht nur Beobachter, ich bin auch Beobachter und ich kann mir zuschauen, wie mein Ego handelt. Ja, aber es bin letztens doch ich, weil letztens kommen die Impulse von mir. Dann kann man vielleicht noch feststellen, naja, da in meinem kleineren Selbst, da gibt es auch ein paar andere Wesenheiten, die steuern jetzt den Körper und so weiter, ist auch in Ordnung, da kann ich dann zuschauen.
Da sage ich, da bin ich nicht involviert, weil da bin ich noch nicht frei. Da habe ich keine Macht darüber. Ich kann nicht meine Verdauung regulieren. Das geht nicht. Also wer tut das? Und das geht ja nicht maschinell. Das sind ja Wesenheiten. Also kann ich aus meinem Ich beobachten, also wirklich aus der Ich-Ebene, aha, da unten ist mein Bewusstsein in diesem Körper, da empfinde ich mich als Ego, als Axel Burkhardt. Aber in dem Körper habe ich relativ wenig Einfluss zu tun, zum Glück. Höhere Wesenheiten und andere Wesenheiten, die sich darum kümmern, dass die Verdauung und das alles funktioniert, dass die Heilung funktioniert. Das sind ja wunderbare Prozesse. Also ich stimme dem eigentlich völlig zu. Es gibt nur ein Ich, das habe ich ja gesagt. Und wir sind sowohl Beobachter wie auch Handelnder. Das ist halt für mich als Reisender hier eine klare Sache. Und dann kommt für mich der Punkt hinzu, dass ich mich frage, ja, warum bin ich denn jetzt als Reisender hier? Wie Herr Tepperwein, Sie gesagt haben, ja, um Erfahrungen zu sammeln. Ja, aber warum? Das ist für mich immer die große Frage, was ist der Sinn meiner Existenz hier auf der Erde? Das ist ja der entscheidende Punkt. Und das ist für mich eine ganz klare Antwort. Wir sind hier, um etwas zu werden. Und deshalb kommen wir immer wieder, bis wir es geworden sind oder eben nicht geworden sind. Deshalb reisen wir immer hierher, weil unser Ziel ist, eben eine ganz bestimmte Bewusstseinsstufe zunächst zu erreichen durch diese physischen Inkarnationen. Und das ist für mich dieser Sinn des Lebens, dass es hier sehr wohl einen Plan gibt, warum wir hierher kommen. Und deshalb kommen wir auch immer wieder hierher, weil wir das gerne werden wollen, nämlich Mensch. Und wir hatten schon in unserem persönlichen Gespräch ja die Diskussion, was Mensch ist. Und ich sage nicht, Menschen sind die, die hier auf der Erde rumlaufen, sondern alle, die bisher gegangen sind, sind ja auch Menschen. Die haben aber keinen physischen Körper mehr. Sie sind trotzdem Menschen. Also ist der Begriff des Menschen überhaupt nicht gebunden an diesen Körper. Das ist ja nur, ich sage immer, wir sind Terranauten. Ne? Wir haben einen Terranautenanzug als geistige Wesen, um hier runterzukommen, Gast zu sein, Entwicklung zu machen, etwas zu lernen, dann wieder zurückzugehen, das mitzunehmen und das in Fähigkeiten zu verwandeln. Deshalb ist für mich ein Mensch nicht jemand, der hier auf der Erde wandelt, sondern es ist der Geist, der in einem solchen Terranautenanzug steckt. Das ist für mich der Mensch. Und auf der Erde bin ich ein physischer Mensch. Und wenn ich dann gehe und meinen Körper ablege, dann bin ich halt noch ein astralischer Mensch. Und wenn ich meinen Astralleib abgelegt habe, dann bin ich nur noch der eigentliche geistige Mensch, der ich bin. Und das ist auch noch, dann haben wir immer noch, wie die alten Inder, die alten Rishis gesagt haben, immer noch Kleider. Wir haben immer noch geistige Kleider. Manas, Buddhi, Atma, so hat man sie genannt. Und da drinnen steckt das Ich, und das Ich steckt immer in diesen Hüllen, in diesen Koshas. Und das ist für mich das Faszinierende an der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner, dass wir einen ganz klaren Plan sehen und wissen, warum wir hier sind, warum wir hier lernen, warum wir diesen Anzug hier haben und ihn wieder ablegen nach einer bestimmten Zeit, weil er einfach abgenutzt ist. Ne? Also das wollte ich nochmal sagen, Herr Tepperwein, ich sehe das gar nicht so anders. Es gibt nur das eine. Ne? Aber verschiedene Bewusstseinsformen, das ist der Unterschied. Ich sehe auch nicht, dass wir das unterschiedlich sehen. Ich komme nur aus meiner Meinung nach aus einer anderen Richtung in den gleichen Raum, in dem wir sind, in den Raum der Erfahrung. Also ich sehe da keinerlei Widerspruch. Es ist überhaupt eine Frage der Terminologie, dass man eben erst einmal klärt, was meint der andere mit dem Wort? Und da war ich verblüfft zu sehen, dass viele bei dem gleichen Wort ganz unterschiedliche Bedeutungen dahinter haben. Sie sagen zum Beispiel, alles ist Mensch. Und ich sage, ja, das ist eine sehr irdische Sicht. Für mich ist Mensch nur die Bezeichnung auf der Erde, die Erscheinungsform auf der Erde. Und die Erde ist ein winziges Staubkorn in einem kleinen Sonnensystem am Rande einer Galaxie, die Millionen Sonnen hat. Also das ist der Begriff, der gehört für mich hier auf die Erde. Woanders würden, wenn wir das einem Außerirdischen sagen, der würde vielleicht sagen, ja, also das ist ja eine Arroganz des Verstandes, der glaubt, alles ist Mensch. Das ist eine sehr irdische Sicht. Jedes Kind weiß doch, dass Gott die große Heuschrecke ist oder die erste Ameise oder das eine Sein oder was immer er für Begriffe dahinter hat. Also wir müssten dann auch eben die Terminologie klären. Und dann sieht man auf einmal, eigentlich verwenden wir vielleicht gelegentlich unterschiedliche Worte, aber wir meinen das Gleiche.
Ja, und da denke ich schon, dass wir anderer Meinung sind und die Begriffe anders verwenden, weil ich schätze Platos und Platos Ideenwelt und das, was auch viele dann erkannt haben, dass es eine geistige Realität gibt und in dieser Realität ist die Welt voll mit Ideen. Und es gibt die Idee, Mensch, das ist eine Idee. Und die ist zunächst völlig unabhängig von uns. Das ist meine Sichtweise. Meine auch. Wir sind aber nur, und es gibt die Idee Mensch, und die gilt nicht nur für uns auf der Erde. Weil man muss ja fragen, was die Idee des Menschen ist. Wenn ich sage, die Idee des Menschen ist eine geistige Wesenheit, die hier unten auf der Erde einen körperlichen, also einen physischen Körper annimmt, ich bezeichne das als Mensch, dann ist das eine bestimmte Definition. Das ist nicht meine. Aus der Geisteswissenschaft ist, sagen wir mal, die Definition, die Begriffsbestimmung von Mensch etwas anderes. Das ist viel universeller. Ein Mensch ist ein Wesen, ein geistiges, bewusstes Wesen. Es ist eine Persona, ein Wesen, ein echtes Ich-Wesen, ein geistiges Wesen. Und es wird dann Mensch, wenn es sich seiner selbst bewusst wird. In dem Moment, wo ein geistiges Wesen sich seiner selbst bewusst wird, das ist einfach die, ich sage jetzt mal, die einfache Definition in der Geisteswissenschaft, auch von Rudolf Steiner, dann nennen wir ein solches Wesen Mensch. Und jetzt kann man sagen, ja, ich stimme dem nicht zu, und das ist ja völlig in Ordnung. Dann können wir sagen, wie wollen wir es dann nennen? Ja, dann nennen wir es geistiges Wesen, dann sage ich, dann nennen wir es geistiges Wesen, dann sind wir geistige Wesen und die Engel geistige Wesen, und dann verwende ich nicht mehr den Begriff Mensch, dann sind wir einfach geistige Wesen. Aber ein geistiges Wesen, das noch kein Ich-Bewusstsein hat, sagen wir, es ist noch kein Mensch. Mensch werde ich dann, wenn ich in meinem Ich-Bewusstsein erwache. Dann bin ich Mensch geworden. Und das gilt eben für alle Hierarchien, ob Engel, Erzengel und so weiter. Das ist unsere Sicht in der Geisteswissenschaft. Also in der Geisteswissenschaft, in der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft. Sehe ich ganz genauso. Nur, dass ich eben den Begriff Mensch auf die Erde beziehe. Und ansonsten sind alles geistige Wesen, die unterschiedliche Formen annehmen, je nachdem, in welcher Lehranstalt sie gerade sind. Sie haben da eine unterschiedliche Schuluniform, aber das sind alles geistige Wesen. Also das ist nur eine Frage der Terminologie. Wir meinen auch in diesem Punkt genau das Gleiche. Und da allerdings habe ich bei der Terminologie gesehen, dass wir aufpassen müssen, weil wir haben manchmal Begriffe, die einfach, für mich ist das eine luziferische Energie, ins Gegenteil verkehrt sind. Zum Beispiel, ich bin ein Individuum. Und Individuum, als Lateiner wissen wir natürlich, das heißt ungetrennt. Aber aber wenn ich ein Individuum bin, wenn ich also ungetrennt bin, dann kann es ja nicht ein anderes Ungetrenntsein geben und noch eins und noch eins, dann bin ich ungetrennt. Dann sind wir wirklich eins und dann ist das einzige Individuum Gott, das eine ungetrennte Sein eben. Aber wie gesagt, das ist nur eine Frage der Terminologie, wie man die Worte verwendet. Und das muss man vorher klären, damit man die gleichen Begriffe dahinter hat. Genau, das ist aber die Diskussion, die wir ja seit Hunderten, seit Jahrtausenden haben unter Philosophen, spirituellen Lehren. Man möchte es ja wirklich wissen. Und deshalb muss man die Begriffe klären. Und die Begriffe müssen ja immer der Wirklichkeit entsprechen. Ja? Sonst ist es reine Spekulation. Und ich liebe auch bei dem Begriff Individuum eben nicht den Begriff ungetrennt, sondern unteilbar. Es ist eine Einheit. Es ist nicht teilbar. Das heißt, ich bin für mich ein Wesen, was aber nicht heißt, dass ich nicht trotzdem in dem großen Einen, in Gott, ein Teil bin. Trotzdem bin ich ein Individuum als geistige Wesenheit. Und auch da ist für mich das große Geheimnis des Ichs, das ist auch das, warum für mich jetzt Jesus Christus das Wort Schwert verwendet hat, zweischneidig. Wir haben eben in unserem Ich zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir Individuum sind und das zweite, dass wir Teil des großen Ganzen sind. Und das ist so spannend, weil das erscheint paradox. Immer dieses individuell und universell. Ja, bin ich denn jetzt
ein Individuum oder bin ich nur ein Glied und kein wirkliches Individuum? Für mich ist gerade dieses Paradoxon des Lebens, dass wir beides sind. Es sind beide Aspekte. Und das ist eben das, ich stimme Ihnen da auch zu, da komme ich dann mit unserem lieben Goethe, der gesagt hat, jetzt mit meinen Worten, liebe Leute, macht euch doch mal die Vorstellung, dass es nur eine Idee gibt. Es gibt nur eine Idee. Und das ist die Idee des Ganzen. Das Ganze ist eine Idee, und das können wir jetzt Gott nennen oder wie auch immer, ist ja in Ordnung, aber es ist eine Idee. Und die Frage ist, was ist denn die Idee? Welche Idee ist Gott? Das wäre dann die Frage, welche Idee ist Gott? Und da kommt jetzt mein blasphemischer Anspruch, meine blasphemische These, die ich jetzt für mich in diesen 45 Jahren erarbeitet habe. Gott ist der Urmensch. Das ist die Uridee des Menschen. Gott ist der erste Mensch überhaupt. Das ganze Universum ist ein Mensch. Weil es ist ein Wesen, das sich seiner selbst bewusst ist und aus diesem Selbstbewusstsein Schöpfer sein kann. Nur dann kann ich Schöpfer sein. Und deshalb ist für mich Gott der erste Mensch. Und das ist für mich die universelle Idee des Menschen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Menschen sind, dann sind wir Kinder Gottes. Dann muss er auch ein Mensch sein. Er kann kein Affe sein. Wenn wir Kinder Gottes sind und Menschen sind, dann muss er Mensch sein. Sonst wäre die Frage, was wäre er sonst? Dass er geistiges Wesen ist, ist klar. Aber in dieser Bestimmung zu sagen, ein Mensch ist ein Wesen, das sich seiner selbst bewusst ist, muss Gott der erste Mensch sein. Das ist für mich so klar. Und als solches bin ich ein Teil von dieser einen Idee und trage andererseits die Idee in mir. Das heißt, in meinem Ich ist Gott präsent. Da gibt es überhaupt keine Trennung. Und das sind für mich die beiden Aspekte des Ichs und des Menschseins. Na da? Nein, ich wollte gerade den Zuschauern fragen, ob sie es auch so spannend finden, euch zwei miteinander zu erleben, als Zuhörer und Zuschauer und gleichzeitig sich selbst diese Fragen zu stellen und selbst zu schauen, diese Impulse, die jetzt von Kurt und Axel kommen und ja auch in uns ja angelegt sind, zu erinnern und zu erkennen. Ist ja immer die Einladung, da tiefer zu schauen und vielleicht angenommene Sichtweisen auch mal zu hinterfragen und sagen, oh, so kann man das auch sehen. Ah, vielleicht ermöglicht mir das, etwas tiefer von mir zu erfahren und dessen, was ist. Axel, darf ich dich trotzdem nochmal mit diesen drei Ebenen einladen? Ich wollte darauf eben nur kurz eingegangen sein. Wir leben ja gerade in einer Zeit der unglaublichen Manipulation und der Lüge. Und es ist auch gut so, weil nur wenn die Lüge da ist, kann ich erkennen, auch was Wahrheit ist. Ja, ich muss ja konfrontiert werden mit der Lüge. Und jetzt ist es so, dass wir gerade dabei sind, in den letzten, kann man sagen, 30, 40, 50 Jahren, immer mehr und mehr, jetzt ganz aktuell, ja, dass immer mehr Menschen anfangen, das Oberflächliche zu hinterfragen, das ganze Thema Verschwörungstheorie, Hintergründe und so weiter. Und mittlerweile kann man sich da im Internet und in Büchern verlieren. Also Tausende, zigtausend von Büchern sind darüber geschrieben, über das, ja, wer steuert denn im Hintergrund, ne? Und deshalb spreche ich immer von drei Ebenen der Weltgeschichte und vergleiche das immer mit Pilzen. Also ich war früher leidenschaftlicher, ich war mal Sucher, und wenn man mal Wiesenchampignons auf einer Wiese entdeckt, dann wächst da nicht nur ein Kilo, sondern bis zu 50 Kilo. Da ist die Wiese fast weiß. Und da geht man hin und schneidet oben ab und erntet. Und das ist so die oberste Schicht des Weltgeschehens, das wir tagtäglich erleben, ja, worüber auch dann unsere Nachrichtensender berichten, was an der Oberfläche geschieht. Die Frage ist aber, warum schießen diese Köpfe empor? Weil unten im Erdboden der eigentliche Pilz, wissen wir alle, ist das Myzel, und darunter ist ein Netzwerk, das sich selbst versorgt und wächst. Und dann auf einmal, wenn die Zeit gekommen ist, schießen die Köpfe nach oben. Und das heißt, wir haben eine darunterliegende Ebene, und das ist das, was wir heute haben, wo sich alle Truther, wie wir so schön sagen, die Wahrheitssucher tummeln, die sagen, ich will die Wahrheit finden, was ist denn dahinter? Und dann fängt man an, in dieses Myzel hineinzugehen, und dann entdeckt man, ja, wir wissen, wen man dann alles entdeckt, ne? Die Bruderschaften und
die Trilaterale Kommission und die Bilderberge und die NSA und die CIA und wen es da alles gibt. Hundertschaften von Thinktanks und überall merkt man dann, ja, das sind Leute unterwegs, die haben Macht, die haben Wissen, die wissen, wie man es macht, damit die Champions nach oben kommen. Und wir meinen dann immer, oben wäre die Wirklichkeit, aber darunter liegt die andere Wirklichkeit. Ne? Und da sind wir jetzt ja unglaublich unterwegs. Und da sehen wir ja auch, dass selbst da, wenn man anfängt, auf dieser Ebene zu graben und das aufzudecken, das dem Netzwerk nicht gefällt, sondern dann fängt man an, die Menschen zu bekämpfen, weil sie ja vielleicht dem dann in Anführungszeichen gefährlich werden könnten. In Anführungszeichen. So, und jetzt ist dann die Frage, wenn ich mir das Myzel anschaue, ja, wovon lebt das Myzel? Vom Mutterboden. Das Myzel wäre ohne Muttererde gar nichts. Also ist die Frage, was ist denn der Mutterboden all dieser geheimen oder Untergrundorganisationen? Letzten Endes ist es wie bei uns, wir haben den äußeren Körper. Ja, wir sehen ja nur eine Erscheinung, das sind wir ja alle nicht, die wir uns hier sehen. Nicht nur, dass wir nur digital erscheinen, auch physisch sind wir es nicht. Wir stecken da ja nur drin. Und unsere Gedanken und mein Wille, der macht jetzt so. Das heißt, dahinter ist ja eine geistige Kraft, die meine Hand lenkt. Und deshalb, wer lenkt denn jetzt eigentlich wiederum diese Organisationen? Es sind ja zunächst die Gedanken der Menschen, die Gefühle der Menschen, die Absichten, die Willensimpulse der Menschen. Und dann kommt die Frage, ja, wo kommen die denn her? Wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich dann runterschaue auf mein Ego, dann sehe ich da auch in dem Körper und auch irgendwie bei mir in der Seele, im Astralleib, dass sich immer wieder Wesenheiten da hineinmischen und mir was einflüstern. Kennt ja jeder die vielen Stimmen. Also kommen wir auf die Ebene der geistigen Wesenheiten und stellen fest, ich bin ein geistiges Wesenheit, aber wie auch Kurt gesagt hat, ja, die Welt, das Universum ist voll mit geistigen Wesenheiten. Und die Erde würde nicht existieren, wenn es die nicht gäbe. Mächtige Götter und wie immer wir sie nennen wollen. So, und dann gibt es, wissen wir alle, die Guten und die Bösen. Und dann gibt es die Linken und die Rechten, die gibt es dann auch noch. Und jetzt fließen, das ist sozusagen der Mutterboden, das ist die unterste Ebene, die eigentliche spirituelle Ebene, die Zwischenebene befruchtet und von der kommen dann die Champions. Das heißt, wenn ich diese dritte Ebene nicht habe, bin ich immer noch in der Illusion. Ich glaube immer noch, es spielt sich alles auf dieser Verschwörungsebene ab und wird von Menschen allein gesteuert und das ist die nächste Illusion. Also in dem Moment, wo man sich auf dieser Ebene allein bewegt, unterliegt man genauso einer Illusion und unterliegt denselben Manipulationen wie oberflächlich auch. Und deshalb ist für mich auch die wichtigste Aufgabe noch in den Jahren, die mir noch zur Verfügung stehen, dahin zu arbeiten, dass wir uns schon geeinigt haben, zu sagen, wir sind geistige Wesen und es gibt andere geistige Wesen und die spielen dauernd hinein und die Menschen stellen sich diesen Geistern zur Verfügung. Ja, und auf einmal entstehen Machtimpulse, wo die Menschen gar nicht wissen, woher sie kommen. Dann, wie vorher der Name fiel, Lucifer und Satan und wie sie alle heißen. Und wenn man diese Realitätsebene dann einbezieht, dann hat man erst die ganze Wirklichkeit, dann hat man die unterste Schicht. Wenn die nicht einbezogen wird, ist man genauso verloren, wie wenn man nur oberflächlich denkt. Also ohne ein spirituelles Denken können wir diese äußere Welt nicht verstehen und auch nicht die Zwischenwelt. Da sind wir genauso gefangen wie alle anderen auch. Und wenn man glaubt, ich bin jetzt ein Truther, ich bin ein Wahrheitssucher und gehe nicht auf die spirituelle Ebene, bin ich genauso ein Illusionist. Und dann erlebe ich halt immer wieder, meine Bibliothek ist mittlerweile groß geworden, voll von solchen Büchern eben, wo die Menschen keine Ahnung haben von der geistigen Welt, aber ständig von Luzifer reden und von Satan und Satanisten, aber nicht wissen, wer die sind. Und da merke ich dann einfach, ja Leute, ihr müsst schon einfach mal euch wirklich darum bemühen, dieses Wissen, das da ist, zu bekommen, weil dann könnt ihr durchschauen, sonst seid ihr genauso ein Spielball der Kräfte wie alle anderen auch. Nur auf einer unteren Ebene, aber ihr seid immer noch Spielball. Ihr seid nicht bewusst, was mit euch geschieht. Ja, und das sehe ich ganz genauso. Wir sind nicht bewusst, was geschieht. Und das kommt aus meiner Sicht daher, dass die meisten geistigen Wesen ihren Verstand benutzen, um sich dem zu nähern. Aber der ist erst hier entstanden. Der hat nur eine begrenzte Lebenserfahrung und damit auch eine begrenzte Sicht. Ich glaube nicht, dass das geeignete Instrument ist, den Dingen auf den Grund zu gehen und die Wirklichkeit hinter dem Schein zu erkennen. Das kann aus meiner Sicht erst bewusst sein. Und deswegen sollten wir so schnell wie möglich vom Denken zur Wahrnehmung kommen.
Denn nicht umsonst heißt es, die häufigste Form menschlicher Kommunikation ist das Missverständnis. Und das kommt daher, weil wir eben den Verstand benutzen, weil wir Worte benutzen. Der Verstand hat seine unterschiedliche begrenzte Erfahrung, unterschiedlichen Standpunkt, Sichtweise, kommt zu unterschiedlichen Meinungen, dann prallen Meinungen aufeinander. Aber hinter dieser Meinung gibt es ja nur die eine Wirklichkeit. Und die kann der Verstand aber nicht erfassen. Das kann nur Bewusstsein. Also ist es für mich ein wichtiger, mehr noch ein unverzichtbarer Schritt der eigenen Entwicklung, so schnell wie möglich vom Denken zur Wahrnehmung zu kommen. Und in der Wahrnehmung, das ist wie ein Spiegel. Da gibt's keinen Irrtum, der spiegelt nur das, was da ist. Und da können zwei, die in der Wahrnehmung sein, nicht unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Sie können auf unterschiedliche Aspekte schauen, natürlich. Aber die Wahrnehmung ist die gleiche. Und dann auf einmal ist Miteinander und Kommunikation und Verständnis ganz einfach. Dann wird das Leben ganz einfach, weil ich einfach nur wahrnehmen brauche, was stimmt jetzt für mich. Und wenn ich das tue, dann stimmt auch meine Zukunft, weil ich jetzt die richtigen Ursachen setze. Dann stimmt auf einmal alles und dann wird es auf einmal ganz einfach. Der Verstand ist überfordert, damit ein gerechtes, richtiges Leben zu führen mit dieser Aufgabe. Die Wahrnehmung ist damit nicht überfordert. Das ist ihr tägliches Brot. Sie schaut einfach hin, nimmt wahr, das stimmt jetzt, tut das, was jetzt stimmt, und dann stimmt auch die Zukunft. Und dann wird Leben auf einmal ganz einfach. Das finde ich jetzt spannend, Herr Tepperwein, weil ich greife mal vier wichtige Worte auf oder Begriffe. Ich sage jetzt erstmal Worte, die Sie verwendet haben, die so fundamental sind. Erstens Verstand, zweitens Denken, drittens Bewusstsein und viertens Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich Sie jetzt versuchen würde zu verstehen, müssten wir jetzt in Dialog gehen, dass Sie mir erklären, ich müsste Sie jetzt fragen, was verstehen Sie unter Wahrnehmung? Wir müssten das jetzt machen. Damit ich Sie, Sie haben ja vorhin selber gesagt, die Begriffe müssen ja stimmen. Deshalb gibt es ja bei uns einen Studiengang in Erkenntniswissenschaft, wo wir genau das lernen. Ja, was verstehen wir denn unter Wahrnehmung? Wir haben vielleicht jetzt schon, das merke ich schon, einen unterschiedlichen Begriff von Wahrnehmung. Dann sagen Sie vom Denken zum Bewusstsein, das Denken oder vom Verstand zum Bewusstsein oder vom Denken auch zum Bewusstsein. Bei uns ist es so, dass der Verstand nur eine kleine Funktion des Denkens ist. Das Denken besitzt zum Beispiel auch Vernunft. Das ist ganz was anderes wie Verstand. Es wird heute immer Denken mit Verstand gleichgesetzt. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall, sondern wir haben in uns eine Fähigkeit, die nennen wir Denken. Und Bewusstsein entsteht nur durch Denken. Und dann müssten wir auch erklären, was unglaublich schwer ist, was ist denn nun Bewusstsein? Bei uns hängt der Begriff zusammen mit der Erkenntnis. Nämlich dann, wenn Wahrnehmung und Denken zusammenkommt, dann entsteht Bewusstsein. Ach, das ist jetzt ein Zoom. Dafür brauche ich ja einen Begriff. Und ich muss das Zoom unterscheiden von mir aus Jitsi oder Sky, weil das sind drei verschiedene Systeme. Dann brauche ich den Verstand, der mir die Dinge unterscheiden lernt. Ohne Verstand können wir überhaupt uns nicht verständigen. Wir müssen nur verstehen, dass der Verstand die Analysefähigkeit ist, ein wunderbares Instrument. Es ist nicht die Synthesefähigkeit. Die Synthesefähigkeit, die nennen wir Vernunft. Das macht man aber nur in der Philosophie oder in der Erkenntniswissenschaft. Und deshalb braucht, und beides sind Fähigkeiten unseres Denkens. Für beides brauche ich Denken. Und dann, wenn man dann noch über die Intuition spricht, wenn das wäre der fünfte Begriff, dann lernen wir und wissen wir, dass Intuition auch eine Wahrnehmung ist. Nämlich eine Wahrnehmung im Geistigen. Und wir lernen zum Beispiel bei uns in der Erkenntniswissenschaft, dass alles Wahrnehmung ist. Wir machen ja nichts anderes wie wahrnehmen, weil auch Gedanken nehmen wir wahr. Das ist Wahrnehmung. Und da müssen wir fragen, ja, was ich da wahrgenommen habe, hast du das auch wahrgenommen? Ist das, was du unter Verstand wahrgenommen hast als Idee, dieselbe Idee, die ich wahrgenommen habe? Weil Verstand ist ja nur ein Wort, ist ja nicht der Begriff. Ja, die Engländer sagen Reasoning, das ist ein anderes Wort. Franzosen weiß ich jetzt nicht, aber das Wort Verstand sagt gar nichts, sondern was ist die Wirklichkeit dahinter? Und dann ist Verstand bei uns nur die Analysefähigkeit. Die brauche ich, die ist lebensnotwendig, aber das ist nur ein Teil meiner Denkfähigkeit. Also wir müssen sozusagen, um uns da wirklich zu verstehen, eigentlich
diese Begriffe so erklären, dass wir uns einig sind, ob wir dasselbe drunter verstehen, haben Sie ja auch gesagt. Und dann stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Wahrnehmen, ja. Aber wahrnehmen bedingt immer, zum Schluss zu einem Urteil zu kommen, dass ich dazu zusätzlich denken muss. Das heißt, ich muss eine Idee dazu wahrnehmen. Wenn ich einen unbekannten Gegenstand sehe, dann habe ich zwar eine Wahrnehmung, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Das liefert mir mein Denken und auch mein Verstand. Und dann entsteht Bewusstsein darüber, ach, das ist das. Das sind jetzt so die Grundbegriffe, ne? Ja, da sind wir wieder bei der Klärung der Terminologie. Ja. Dass wir da erst einmal sehen, welcher Begriff bedeutet mir was und so weiter. Für mich ist das ganz einfach. Ich brauche da nicht viele Worte. Verstand ist eine Funktion des Menschseins, der ist erst hier entstanden, den hatte ich vorher nicht und den habe ich nachher auch nicht. Und seine Funktion ist zu denken. Das macht er gut. Und ich aber bin Bewusstsein. Ich habe einen Verstand, wie die Weisheit der Sprache sagt. Ich habe einen Körper. Ich bin der Besitzer, der Benutzer. Aber ich bin Bewusstsein. Und so wie der Verstand denkt, so hat Bewusstsein die Funktion Wahrnehmung. Jetzt haben wir aber zum Beispiel eine Schwierigkeit. Wahrnehmung bedeutet, wenn der Verstand sich seiner selbst bewusst wird, dann nimmt er sich wahr. Das ist für mich nur Selbstbeobachtung. Das ist keine Wahrnehmung. Wahrnehmung ist, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, die Wahrheit zu nehmen, zu erkennen, die Wirklichkeit hinter dem Schein zu erkennen. Und deswegen der Schritt, das ist eine Frage der Identifikation. Ich mache zum Beispiel auch in diesem Moment jetzt keinen Gebrauch von meinem Verstand. Ich bin Bewusstsein und bin in der Wahrnehmung und der Verstand, ich weiß gar nicht, was der im Moment denkt, aber im Moment kümmere ich mich nicht drum. Ich bin in der Wahrnehmung unseres Miteinanders und drücke das aus, wie die Wahrnehmung das eben wahrnehmen, wie ich das erkennen kann. Es gibt da lediglich eine Unschärfe noch, das ist der Grad des Erwachens. Das heißt also, was jenseits meines Erwachens ist, kann ich zwar wahrnehmen, aber nicht erkennen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Also kann ich nur innerhalb des Grades meines Erwachens wirklich erfassen, was da ist. Aber ich bin in der Wahrnehmung und mein Verstand denkt. Ja, und das ist schön, weil ich sehe jetzt, dass wir verschiedene Begriffe haben. Wir verstehen unter Verstand etwas anderes. Ja, also eindeutig, genau. Für mich ist das Denken etwas viel Größeres als der Verstand. Und das Denken, also in der Erkenntniswissenschaft unterscheiden wir 5 bis 7 verschiedene Formen des Denkens, verschiedene Arten des Denkens. Der Verstand, wie ich schon gesagt habe, die Analysefähigkeit ist nur eine. Die Synthesefähigkeit ist eine andere. Hat man in der Philosophie schon immer die Vernunft genannt. Manchmal wird die Vernunft auch anders verwendet. Also das Wort Vernunft habe ich jetzt zum Beispiel auch von Ihnen, Herr Tepperwein, noch gar nicht gehört. Aber in der Philosophie oder in der Geisteswissenschaft sind Verstand und Vernunft 2 völlig verschiedene Fähigkeiten des Denkens. Und die Intuition ist nochmal eine 3. Fähigkeit. Und die Logik ist eine weitere Fähigkeit. Und das Vorstellungsvermögen ist noch einmal eine Fähigkeit. Das heißt, wir erkennen, wir haben verschiedene Denkvermögen und der Verstand ist nur eines. Und dann gibt's auch noch, wenn man dann in die Geisteswissenschaft geht, einen niederen und einen höheren Verstand. Ich kann auch in der geistigen Welt dann unterscheiden, analysieren, wenn ich den geschult habe. Und Sie haben es gerade wunderbar selber gesagt. Sie können zwar wahrnehmen auf einer anderen Ebene, aber Sie wissen noch nicht, was es ist. Weil da noch der Begriff fehlt. Das war genau eine Beschreibung. Sie haben selber gesagt, Sie können es noch nicht erkennen. Das heißt, Sie haben ja genau das wiederholt, was ich gesagt habe. Erkennen heißt, wenn ich etwas wahrnehme, muss ich auch wissen, was es ist. Solange ist es noch kein Erkennen, dann ist es nur Wahrnehmen. Und das haben Sie wunderbar beschrieben, das ist eigentlich Erkenntnisfähigkeit. Und dazu brauche ich immer die Wahrnehmung und dazu einen Begriff vom Denken. Und das Denken liefert mir den Begriff, nicht unbedingt der Verstand alleine. Ich sag ja, wir sind eigentlich einer Meinung, wir verwenden nur Begriffe manchmal unterschiedlich und ordnen Funktionen und Eigenschaften anderen Dingen unter und zu, aber wir sprechen eigentlich beide, manchmal mit unterschiedlichen Worten, aber von der gleichen Wirklichkeit.
Und wir sprechen ja auch beide Deutsch, haben auch noch den Vorteil. So, jetzt würde ich gerne mal kurz reingehen. Ich bin ein bisschen bei unseren Zuhörern. Und falls euch jetzt der Verstand raucht oder was auch immer, falls ihr jetzt langsam Knoten im Hirn kriegt oder wo auch immer, einmal tief durchschnaufen. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, ob ihr zwei offen seid, könntet ihr in den Kommentaren schreiben, worüber wollt ihr denn gerne, dass die zwei sich noch mehr austauschen und Begriffe untersuchen? Und ja, auch wenn es scheint, dass das das Gleiche ist, dennoch in einer Schärfung für mich auch der Begriffe und der, ja, als würde das schärfer werden unter dem Mikroskop. Also ich fände es ganz schön, wenn ihr zwar euch öfters noch austauscht und Menschen teilhaben lasst, weil ich das Gefühl habe, das öffnet einen Raum der Menschen, die tiefer schauen wollen und die tiefer erkennen wollen und nicht in Begrifflichkeiten hängen bleiben wollen, sondern selber erforschen wollen, die verschiedenen Bereiche. Klarheit haben wollen, ne? Genau, genau. Aber ich glaube, dass, also mir geht schon ein bisschen so, dass diese Art jetzt für diesen Moment gut ist. Ich würde gerne noch ein anderes Thema mit reinbringen. Seid ihr offen dafür? Und zwar habe ich von dir heute, Axel, das Hohelied der Liebe gehört. Das ist gepostet worden. Und hätte es die Liebe nicht, dann. Und das erlebe ich hier auch so, dass wir vielleicht das jetzt noch mit in das heutige Gespräch mit hineinnehmen. Und bevor ja wieder, ich weiß, dass der Begriff Liebe nicht so vielleicht klar zu definieren ist, aber dass ihr das Thema einfach mit jetzt hier reinnehmt in all dem Erkennen und dem Geist und dem Wissen. Da würde ich euch beide gerne einladen. Wäre das ein Thema fürs nächste Mal? Nein, jetzt. Gerne jetzt noch ein bisschen. Kann man lieber ein bisschen beschreiben? Also da bin ich überfordert. Nicht beschreiben, aber als Thema mit in den Raum nehmen. Vielleicht, Axel, magst du, wenn du offen bist. Ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben. Heißt Hauptsache Liebe. Und vielleicht kann man anfangen zu dem, was wir jetzt gerade uns bemüht haben, weil wenn wir uns in Begriffen nicht einig sind und aber dasselbe Wort für verschiedene Begriffe verwenden, reden wir aneinander vorbei. So, das heißt, wenn wir uns verstehen wollen, und das trainieren wir bei uns in den Studiengängen, wirklich trainieren, dann müssen wir den anderen verstehen in seinem Begriff und irgendwann müssen wir uns einigen, was wir unter einem Wort verstehen. Wenn wir uns nicht einigen, wie ich es vorhin versucht habe, muss man halt ein anderes Wort finden. Ja? Aber nachdem jetzt jemand ein Wort wie Freiheit oder Menschsein oder Engel verwendet, ist ja die Frage, was verstehst du drunter, was verstehe ich und was ist die Wirklichkeit? Weil wenn es überhaupt keine Engel gibt, ist es wurscht, was wir drunter verstehen. Wenn es aber Engel gibt, dann muss ich genau wissen, was es ist. Und das gilt jetzt für die Liebe auch. Und das gilt, wenn wir uns verstehen wollen, doch für den Begriff der Wahrheit. Was ist ein Engel? Gibt es Engel? Und wenn ja, was sind sie? Und zwar exakt, wodurch unterscheiden sie sich vom Menschen? Ja, das kann man lernen. Aber dann brauche ich einen exakten Begriff. Und das bedeutet letztens auch wissenschaftlich sein, dass man sagt, naja, wir müssen den Begriff klären, um uns zu verstehen. Das heißt, wir müssen uns einigen. Wenn wir aber schon mal zwei verschiedene Wirklichkeiten wahrnehmen, dann komme ich nicht zusammen, weil dann muss ich erst den anderen verstehen, was er wahrnimmt. Weil wenn ich selber nicht wahrnehme, also wenn jemand beispielsweise hellsichtig ist und einen Engel sieht, dann muss er mir das beschreiben. Dann muss ich sagen, du nimmst es wahr, ich nicht, beschreib's mir doch bitte, damit ich eine Vorstellung davon bekomme. Ich habe zwar die Erfahrung nicht, aber ich kann mir langsam einen Begriff davon bilden. Das heißt, in Zukunft, wenn wir uns treffen, dann weiß ich, was du mit Engel meinst. Und ich kann meinen Begriff schärfen und schärfen und schärfen. Also das ist fundamental, dass wir immer nach der Wahrheit streben. Und dann sind wir jetzt beim Begriff der Liebe. Nämlich die Liebe zur Wahrheit. Es beginnt damit, was heißt denn Liebe zur Wahrheit? Liebe, um wen geht es, wenn ich sage, ich strebe nach Wahrheit?
Ich strebe nach dem universell Gültigen, das für alle gleich ist. Und das hat nichts mit mir zu tun. Also die Liebe fragt jetzt nicht primär danach, ob es mir gut geht oder nicht, sondern ich will die Wahrheit finden. Und wenn es sogar für mich unangenehm ist, weil die Wahrheit für mich unangenehm ist, ja, aus Sympathie würde ich die Wahrheit, das machen wir oft, ja, weil aus Antipathie sage ich, ich mag das nicht, aber dann bin ich nicht in der Liebe zur Wahrheit. Ich bin in der Liebe zu meinem Muster, zu meinem Ego, aber nicht in der Liebe zur Wahrheit. Also was heißt Liebe? Ich muss mich von mir lösen. Ich muss mich auf die Wahrheit einlassen. Das ist für mich das Primäre, dass ich mich vergesse und mich auf das Objekt einlasse und mich in das Objekt sozusagen hineinbegebe. Das ist für mich das Wesen der Liebe. Zu etwas anderem. Wenn ich Selbstliebe anschaue, dann muss ich in mich eintauchen. Da muss ich aber wirklich in mich eintauchen und nicht unbedingt mein Ego. Wenn ich mein Ego liebe, kann ich auch machen, dann bin ich halt Egoist. Auch in Ordnung. Aber dann liebe ich nur mein Ego. Das heißt, ich tue alles für mein Ego. Dann bin ich Egoist. Das ist die Liebe zum Egoisten. Das ist sehr einseitig, ja. Und die Liebe zum anderen heißt, ich muss mich vergessen und in den anderen eintauchen. Und das ist die schwierigste Lektion überhaupt. Für mich ist Liebe da wieder einfacher. Das heißt, Liebe zu etwas ist noch eine bedingte Liebe. Liebe ist für mich der Zustand meines wahren Seins. Ohne Einschränkungen oder weitere Begrenzungen. Und je mehr ich meine Wahrheit, meine Wirklichkeit, mein wahres Wesen wahrnehme und damit das im Einklang bin mit dem einen, bin ich nicht in der Liebe, ich bin Liebe. Und das ist nicht zu etwas, denn wenn ich Liebe zu etwas habe, dann sagt das auch, zu etwas anderem habe ich es nicht. Und das ist eine begrenzte Liebe. Wenn ich aber in der Liebe bin, dann schließt sie nichts aus, dann ist das ein Seinszustand und dann schaue ich mit den Augen der Liebe in die Welt und mein Leben ist Liebe. Und ich habe ja versucht, ich stimme dem ja voll zu, aber ich habe versucht, das Wesen der Liebe zu beschreiben. Was heißt es, mit Liebe auf die Welt zu schauen? Das heißt, in den anderen einzudringen und ihn wahrzunehmen und mich dabei vergessen. Das ist für mich das Wesen der Liebe. Dann schaue ich mit der Liebe hin. Und wie Sie richtig gesagt haben, wenn ich das begrenzt mache, dann bin ich halt auch in meinem Egoismus. Den haben wir ja. Also muss ich wiederum unterscheiden, wann bin ich im Egoismus und wann bin ich in der Liebe. Wann weiß ich, ob ich mit Liebe auf etwas schaue, wenn ich keinen Begriff von Liebe habe? Da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich nicht weiß, was Liebe ist, woher weiß ich, ob ich dann mit Liebe auf die Welt schaue? Woher weiß ich das? Ich möchte überprüfen können, ob es nicht Egoismus ist. Ja? Ich bilde mir vielleicht ein, ich schaue mit Liebe auf die Welt, ich liebe jemanden, aber es ist nur versteckter Egoismus. Dafür brauche ich ja ein klares Verständnis, was Liebe wirklich ist. Das habe ich versucht, wenigstens mal anzudeuten, dass sich selbst vergessen und im anderen nicht verlieren. Verlieren darf man sich nicht, sondern den anderen wahrnehmen, um ihn zu verstehen. Weil ich kann jemanden nur lieben, wenn ich ihn verstehe. Also Liebe hat viel mit Verstehen zu tun. Ich schaue auf den anderen mit Liebe, heißt, ich verstehe dich. Ich erkenne dich. Und das ist schon eine Herausforderung. Dass es diesen Seinszustand gibt, stimme ich durchaus zu, aber im Leben muss ich es ja schaffen, meinen Egoismus dann zu überwinden und die beiden zu unterscheiden. Sind wir vielleicht zeitgleich oder vielleicht ist es auch eins auf dem Weg des Erkennens und Erforschens des Ichs und der Liebe? Da sind wir wieder einer Meinung. Ich lebe für mich nicht verstehen, überhaupt nicht, aber sie erleben. Erfahren, spüren, sein. Und da muss das niemand beurteilen, bewerten, vergleichen, sondern ich erlebe es ja und dann wird Liebe lebendig und das ist für mich die Erfahrung von Liebe. Also ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir macht es sehr viel Freude mit den Zweien. Ihr könnt das ja auch in den Kommentaren schreiben.
Axel und Kurt, habt ihr noch was, was ihr gerne jetzt noch, wofür ihr den Raum noch nutzen möchtet? Ich würde es ruhig dabei belassen. Vielleicht machen wir weiter und vielleicht kommen ja dann auch Fragen, wenn Tepperwein Lust hat, wenn Kurt Lust hat, dass wir das dann fortsetzen. Also ich finde es wunderbar, dass wir ein, aus meiner Sicht, liebevolles Miteinander gefunden haben, auch wenn wir manche Worte unterschiedlich verwenden. Das Anderssein des Anderen ist nichts Trennendes, sondern das ist respektvoll so, wie der das benutzt. Aber gleichzeitig, wenn ich mit den Augen der Liebe hinschaue, sehe ich, wir sprechen eigentlich mit unterschiedlichen Worten von der gleichen Wirklichkeit. Und dafür bin ich dankbar. Gut. Ich danke euch ganz dolle. Ich danke euch, die ihr zugeschaut habt, die ihr hoffentlich das auch so inspirierend erlebt habt. Und wünsche uns einen guten Weg weiterhin auf diesen zwei Pfaden, oder vielleicht ist es dann doch einer. Gut, danke auch. Ciao. Ich danke dir.